Hey ho, Strategiefans, herzlich willkommen zurück in Tolua, Pharao. So, wie beim letzten Mal versprochen, werden wir uns jetzt um diese Region hier kümmern. Und naja, ich hätte vielleicht gegenüber Tuvana den Nichtangriffspakt vorher beenden sollen, habe ich jetzt vergessen. Das nehmen mir jetzt die anderen hier ein bisschen übel, wenn ich denen den Krieg erkläre. Ich werde dieses Land vereinen. Ich sehe nicht, wie daraus Gutes entstehen sollte. Nee, ich auch nicht. Es gibt Krieg, das ist nichts Gutes. Ja, ich weiß, das finden die anderen nicht toll. Jetzt geht dieses Felsenfest bei mir weg. Bam, weg ist das Felsenfest. Und jetzt sind wir unseriös. Ja, das finden immer die anderen alle nicht gut. Aber egal. So, hier ist eine Hauptstadt. Zum Blutvergießen geboren. Haltet die Augen offen. Ja, dann gehst du hier mal drauf. Lasst sie erzittern. Sterbt, Narren. Ja, da hat er was in seiner Garnison. Umkreisen. Hungert sie aus. Ich wollte gerade sagen, ich bin hier an einem Beobachtungsposten vorbeimarschiert, aber nee, es ist ein Monument. Ja, und mein Gut, dass wir die Armee rangebracht haben. Lasst sie erzittern! Du gehst hier belagern. Lasst niemanden entkommen! So, und schon können wir hier wesentlich chilliger angreifen. Ihr seid verloren, Brüder! So, guckt euch den kleinen Balken an und dann sehen wir uns gleich, wenn wir hier Tuvana seine erste Region wegnehmen. Ja, und da sind wir soweit, die nächste Schlacht gegen unsere hethitischen Brüder zu schlagen hier. Nebel und Sturm. Nö. Trocken und Sturm, das hört sich schon viel besser an. So, erstmal wieder alles ist weg. Zeit, Blut fließen zu lassen. So, es gibt hier einen Eingang, dann einen Eingang, hier einen Eingang. Und hier ganz hinten gibt es noch einen. Da wäre dann gleich ein Punkt. Hier ist auch gleich ein Punkt. Auch wenn ich da nicht angreife. Zumindest erstmal nicht. Aber warte mal, wir teilen die auch nochmal auf. Stellen wir hier mal zwei hin. Da mal zwei Ihnen hin. Ist das Jenseits bestimmt. Der irgendwo so ein Turm? Nö. So, hier nochmal weg da vom Rand. Ich denke mal, wir müssen zwei Truppen aufteilen. Das müsste eigentlich reichen. Für unser Heimatland! So, dann kommt ihr hier hin. Kriegt ihr jeweils Mesedi mit dazu? So viel Truppen hat er ja hier nicht. So, dann seid ihr eine Truppe. Oh, mit der anderen kommen wir direkt auf. Was? Hier. Das ist hier doch nicht richtig. Bald nehmen Sie vorans die Beine in die Hand. Stellt euch mal so hin. Weil hier machen wir die zweite Truppe für den Angriff. Kriegt ihr die goldene mit rein? Hier nehmen wir den General mit. Die Schleudere. So sicher wie die Gezeiten. So, ihr kommt hier mit. Ah, dann geht's schon los. So, da oder was? Oh, hier hat er richtig viel. Da gehe ich aber erstmal gar nicht lang. Speere! Wir werden auf jeden Fall erstmal hier vorgehen. Im Namen Hattis! Ihr Tod wird blutig sein! So, da gehen wir hier auch noch vor. Selbstverständlich. Ach, der muss auch mit in die Robbe. Das sollte auch erstmal reichen. Vorwärts, Marsch!
Kenn ich da nicht, Leute, na, schon mal schmeißen. So, hier bei dem Wagen hat er echt viel aufgestellt. Bei den Wagen hat er auch viel aufgestellt. Ja, die sind da auf jeden Fall drin. Im Radius. Da hat der Wurfspeerwerfer. Und hier hat der Wurfspeerwerfer. Und da zieht er sich auch schon zurück. Wir werden siegen! Schwingen und los! So schnell wir können! Vorwärts, Arsch! Dan geht immer weiter vor. Da gehen auch schon die Verschiebungen los. Hier wird er sich auch zurückziehen. Da ist der General. Der Sieg erwartet uns! Marschiert, Brüder! Schickt ihn in einen Hagelsturm! So, die Truppen sind unterwegs. Ja, wieder rüber. Er ist aber fleißig am Verschieben. Ich kann ihre Wurfspeere gar nicht alle zählen. Speere! So, drauf. Lass sie erzittern! Pflichtbewusst! Ach, können wir ein bisschen ballern. Jetzt hört er erstmal auf. Der versucht euch mal durchzuquetschen. Ihr geht einfach mal mit drauf. Nee. Das sind die auf der anderen Seite. So, jetzt kommt er wieder. Soll er ruhig erstmal sich ein bisschen beschießen lassen. Pflichtbewusst! Ja, ist zu eng. Kommt da nicht vorbei. Ich versuch's nochmal. Weiter nach da. Schneller jetzt! Oh, nee. Er hängt fest. Im Laufschritt! So, können sie sich vielleicht ein bisschen lösen. Immer noch nicht so richtig. Jetzt laufen sie so langsam weg. Verliert keine Zeit. Jetzt sind sie gleich vorbei. So schnell wir können. Die laufen jetzt auch eher zu denen. Ah, da fangen sie an zu blinken. Tötet sie alle. Bewegung. So, wie sieht's denn hier drüben aus? Naja, er hat sich nur dahingestellt. Speere! So, die sind geschlagen. Wahre Krieger! Denn die Speere mal schon mal vor. Vorwärts, Marsch! Ihr macht Feuer frei wieder an. Wählt euer Ziel! Im Namen Hattis! Jetzt sehen wir, die machen wir eine extra Gruppe. Brecht ihren Mut! So, die Wagen ein Stück näher ran. Die können wir schön einkesseln hier. Ah! Wurfspeerwerfer. Schlagt ihre Schädel ein! Nur General, komm ruhig mal ein Stück ran. Bewegung. Ja, die Plänkler kriegen schon ordentlich. Geht durch sie hindurch. Ja, auch nochmal Plänkler. Die sind aus irgendeinem Grund nicht weitergelaufen. Beeilung. Genauso für wenig wie die. Es sind wieder diese flüchtenden Leute, ey. Es ist immer so krass, dass die einen aufhalten. Naja, hat die Plänkler echt gut hingestellt.
kommt an uns nicht ran und kriegt hier die ganze Zeit Schaden. Haben sie es endlich geschafft hier, oder was? Yeah, die sind weg. Der läuft auch mal weiter. Marschiert, Brüder! Die... Speere. Gehen mal da lang. Die Mese, die gehen da lang. Bewegung! Und der Steinschleuder, da packen wir mal so hin. Mir nach, Männer! Können die schon wieder bald schießen? Ja, da sind schon kaum noch welche. Ja, den verschiebt er auch so ein bisschen. Feuert Steine auf sie, bis sie Mus sind. Kann ja bei den Plänklern eigentlich nicht mehr lange dauern. Kann natürlich auch sein, dass meine Steinschleuder irgendwann leer sind. Da kommt unser Sturm. So, die sind jetzt auf jeden Fall bei den Steinschleuderern drin. Also werden die sich wahrscheinlich gleich bewegen. Jo, da kommen sie auch schon. Von da kommt nichts mehr. Klappe zu. Vorwärts, Marsch! Schick ihn in eine Tagesdurch. Für Ruhm und Ehre! So. Alle auf die Plänkler. Schleudert eure Steine! So, jetzt ist schon überall alles frei. Rollen in Position! Ja, die leben tatsächlich immer noch. Krieger der Gezeiten! Die Strömung soll euch holen! Ja, weil wir diese leer geschossen, ne? Bereit für den Kampf! Hallo! Wahre Krieger! Ja, die sind leer. Die Plänkler haben nicht mehr viel. Für Macht und Ruhm! Drauf da! Hol euch der Tod! So, und hier die Plänkler werden jetzt gerade von den Mesedi angegriffen. Schieß auf die Speerträger hier. Speere! Ihr quetscht euch durch. Ihr quetscht euch durch. Und ihr kommt jetzt schon mal von hinten. Und ihr hört erstmal auf. Vorwärts, Arsch! Da kommt schon was rüber. Boah, jetzt zieht die sich hier zurück. Warum? Brecht sie! Heute sterben sie! Marschiert, Brüder! Na, marschiert lieber ein bisschen enger, damit er die hier nicht streift. Umdrehen. Hier nach, Männer! Oh, ein Renner. Sterbt, ihr Narren! Der kommt schon seine anderen Truppen. Ja, der kommt mit allem hier rüber. Warte mal. Warte. Ja, die können schon beide nicht mehr schießen. Könnt ihr euch auch zurückhalten? So, ihr marschiert weiter. Marschiert, Brüder! Bewegung! Im Namen Chati! Der Triumph ruft! Äxte! Niemals aufgeben! Er schießt auf die. Die Plänkler halten die aber echt gut durch. Streitwagen! Sie sind keine Bedrohung! Nee, nicht wirklich. In Position!
Treibwagen. Ich gehe auch nur so langsam vor, weil ich nicht so viele Leute verlieren will. Tja, ob da noch eine drin ist? Im Namen hat dich. Läuft mir der rum? Folgt mir. Ja, ja, da hat er noch eine drin. So, dann machen wir jetzt hier mal den. Brecht sie! Dann schickt ihr euch dagegen. Mehr nach, Männer! Ihr kommt hier rum. Der Sieg erwartet uns! Schwingen und Luft! Die Wagen sind durch. So, ihr greift da. Tötet sie alle! Nicht bewegen! Bereit für den Kampf! Schießt mal auf die Flüchtenden näher. Genau. Ja, die Wagen haben das geregelt. Du versuchst dich dadurch zu quetschen. Im Namen Khatis! Du versuchst dich dadurch zu quetschen. Hier nach, Männer! Und ihr knallt mal komplett da von hinten rein. Sie alle. Ach, warte mal, ne? Den fahren wir hier hoch. Bewegung, Streitwagen! Ja, die haben sich durchgequetscht. Da mal rein. Heute sterben sie! Ja. Für unser Heimatland! Komm mit ran. Greift entschlossen an! Streitwagen! Schwingen und Luft! Ja, den ersten platziert. Soldaten von Hati! Lass mal noch da. Ich verschwinde von dir. Der blinkt nur. Bereit für den Kampf! Da! Hier stehen so ein paar Hansels und da steht der Rest. Streitwagen! Oh, drauf da! Niemals aufgeben! Das dürfte es gleich gewesen sein. Die beiden fangen bestimmt gleich an zu blinken. So, die ist weg. Soldaten von Khati! Und da ist der Sieg! Ich muss mich ausruhen! Komm, gönn dir noch ein bisschen Erfahrung. Niemand kann uns herausfordern. Das geht ihr auch noch. Für Macht und Ruhm. Nö, machen sie aber nicht. Komm, da beenden wir die Schlacht, bevor wir noch lange rumbuseln. So, erste Region haben wir Tuvana schon mal weggenommen. Jawohl. Da haben wir ihn das erste Mal niedergeschlagen. 31 Mann haben wir nur verloren. Das ist eigentlich gar nichts. Jo, wir werden es hier nur besetzen. Hier vielleicht schon irgendwas aufgeklärt? Nö. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ab bei Diplomatie rein. Ich kämpfe für Khati. Ja, es geht. Annektiert. Krieg zu Ende. Ja, das hat doch wunderbar geklappt. So, ja, jede Menge Regionen dazu bekommen. So, die Fraktion Tuvana wurde jetzt auch vernichtet. Macht der Krone eingesetzt. Erlass verabschiedet. So, der Tuvana hat einen Rang erhalten. Nee, ansonsten. Das sind nur Hofmachenschaften. Ich wusste es doch. Habe ich nämlich die ganze Zeit gesucht. Ey, Purushanda. Könnten wir wieder einen Erlass. Und wir nehmen natürlich die königlichen Gärten. Dafür habe ich so hart geschuftet. Nämlich ganz ehrlich, das reißen wir direkt ab. Zufriedenheit 11. Da
können wir so ein Zufriedenheitsgebäude auch abreißen. Obwohl, warte mal. Ja, es liegt nur an den Gebäuden. Dann reißen wir das hier ab. Komm, kommst auch weg. So, in Ebla könnten wir verbessern, aber hier, wir haben erstmal unsere Charaktere. So, du Mana. Ach nee, den hatte ich schon gemacht. Jetzt war der andere da. Tata. Den habe ich auch schon gemacht. Ich habe schon alles erledigt. Truppen inspirieren könnten wir doch auch schon wieder machen, ne? Also wenn wir da irgendwo ein Seevolk entdecken, also Ressourcen aufstocken, noch 7 Runden, ja, inspirieren dürfen wir schon wieder. Und in 3 Runden gibt es auch schon wieder die Kompetenz. Die Klinge von Hati. So, ja, das macht mir Angst. Du musst da einfach schnellstens hoch. Er muss ja leider hier oben rum. Ansonsten über den Fluss würde wahrscheinlich zu lange dauern. Obwohl, es geht eigentlich, oder? Wenn ich den Bonus mir mitnehme, dann müsste er doch über den Fluss kommen, oder nicht? Risiko. Gucken wir, ob das klappt oder ob er gleich hier sagt, nö, da darfst du nicht rüber. Wir müssen hier mal eine Brücke bauen. Er kommt tatsächlich nicht rüber. Obwohl er so viel Weg zurückbekommt. Ich habe für alles, was ich besitze, hart gearbeitet. Ja, komm, denk es dir allein. Über Land! Ab ins Gebüsch mit dir. Ich werde in die Geschichte eingehen. Wenn jetzt hier so ein Seevolk sitzt, das wäre natürlich übel. Die Klinge von Hati. Er marschiert jetzt hier auf jeden Fall mal raus. Ich muss wissen, was da Phase ist. Da wäre Wald. Das reicht aber nicht, ne? Ich muss kurz Brille, sonst kann ich das nicht lesen. 24, ne? Nein, genau 25. Vorrücken! Wird es aufgeklärt? Es brennt irgendwie nur. Ah ja, das heißt, die können auch schon wieder hier auf dem Weg irgendwo zu uns sein. Versteckt euch! Ab in Hinterhalt. Die Klinge von Hati. Tja, der kommt da leider nicht ganz ran. Dann stelle ich mich mit ihm mal an die Brücke. So eine Brückenschlacht wäre auch mal geil. Wo der Zwist herrscht. Falls eine passieren würde. Die Reise geht weiter. Es wird die belagert? Nee. Ich habe jetzt hier noch keine Aufklärung. Es ist möglich, dass er die vernichtet hat und jetzt hier irgendwo in dem Bereich rumsteht. Ah, bis ich da bin, dauert auch noch ein bisschen. Ja, stimmt ja. Du kannst die Klinge von Hati. Den brauche ich ja unter Umständen unten. Abmarsch vorbereiten. Der sieht ja auch Eindringlinge unterwegs. So, an irgendeinem Bonus kombinieren. Ja, das hört ja dann überall die Straße auf. Komm, dann gehst du einfach wieder so zurück. Ja, hier lang. Auch wenn es ein bisschen dauert, bis du zu Hause ankommst. Hier runter müssen wir. Die Klinge von Hati.
Im Moment sehe ich hier auch noch keine weitere Gefahr. Ans Regieren. Ja, grade wir die ab. Bauen uns schon mal den Steinbruch. Und hätten sogar noch eine Arbeitskraft, aber da geht nichts mehr, ne? Nö, will ich auch erstmal nicht. Die Klinge von Hati. Ich bezwinge sie. Was ist das eigentlich? Jetzt kann die ich den Die Klinge raushören. Von Hati. Der ist auch schon wieder voll. Und hat keinen Bonus mehr. Genau, das wollten wir doch machen, ne? Du greifst mal dazu. Ich erfülle meine Pflicht. Dann greifst mal hier beim Handelsposten zu. Jetzt seht mich an, Vater! Und ich sehe es jetzt im Moment nicht unbedingt als dringend, weil ich hier nirgendwo eine Armee sehe. Ich laufe jetzt schon mal hier nach oben. Vorwärts, Männer! Alle hier in Ugarit auch, glaube ich, im Moment keine drin bleiben. Haltet die Augen offen! Ja, wenn du dir den Bonus mitnimmst. Der hat noch einen Handelsbonus, ne? Zwei Runden. Dann ist der hier auch fertig. Der gießt Krati du hier wird mal, auferstehen. Der Moralbonus holen, dann kommst du hier noch rein, ne? Jawohl. Ich ziehe mich in mein Quartier zurück. Ich kämpfe für Hati. So, wo geht denn jetzt hier noch was? Anerkennung ist süßer als Krieg. Ich glaube, ich nehme die Armee auf jeden Fall mit nach unten. Da vermute ich ein bisschen mehr Gefahr. Macht euch für unsere Reise bereit. Schlägst du auch dazu? Den da kannst du ja schenken. Nimmst lieber direkt den hier mit. So, marschierst du mal nach Sumur rein. Ich habe die Zivilisation vermisst. Zum Blutvergießen der geboren. Armee und noch zwei Armeen. Ich will nur, dass meine Beute leidet. Wir machen erstmal mit dem Hirschkönig ein bisschen Aufklärung, ob da was steht. Durchstreife die Wildnis. Ist auf jeden Fall nichts zu sehen. Zwei Runden den Bonus. Der hat nur noch eine Runde den Bonus. Aber wenn ich jetzt hier extra hochlaufe, dann kommt er da nicht mehr ran. Veteran aus Krati. Bleibt stets bereit. Tja, dann muss er mal zur Not ohne den Bonus auskommen. Wir gehen jetzt hier kolonisieren. Sterb, Narren! Zack, fehlt euch wie nächste Region einverleibt. Ja, er braucht halt zwei Runden. So, beides reparieren. Da bei den nächsten Hafen gibt gleich wieder mehr Futter für uns. Göttlicher König. Hier ist ein Wald, wo man sich auch verstecken kann. Das ist auch schon mal schön. Wenn ich hier hingehe. Und der Hinterhalt klappt, kriegt er vielleicht sogar jagd noch Unterstützung von denen. Bleibt in den Schatten. So, versteckt sich wieder. Hier haben wir auf jeden Fall eine Straße. Das ist immer für den Handelsposten nicht schlecht, dann kommt man schneller hin. Nehmen wir da einen Handelsposten. Da ist auch am Brennen. Hier bin ich eigentlich noch nicht so begeistert. Schon zu bauen, weil vielleicht macht er mir den dann gleich wieder kaputt. Da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Dann bauen wir da noch nicht.
Lass uns mal kurz gucken, haben wir denn irgendwas erhalten? Ich glaube, es sind immer noch die Wagen da, ne? Ja, da steht nichts, dass wir irgendwas bekommen haben. Dann gehen wir nochmal gucken beim Bauen. Holz ist immer noch ziemlich mau. Nein. Ey. So. Eine Arbeitskraft. Da geht aber nichts mit Produktion. Hier geht auch gerade nichts mit Produktion. Eine Arbeitskraft. Da geht auch nichts. Immer hätten wir drei Arbeitskräfte. Oh, da geht auch was. Also die Feigenfarm. Und dann hat hier noch einen Zypressenholzhof. Bei uns mangelt es ja immer an der Nahrung, ne? Können wir hier schon mal die Feigen farmen? Na, wir haben jetzt hier schon zweimal Futter. Und fünf Gebäude sind noch frei. Aleppo? Ah, da können wir Bronze pushen. Drei Arbeitskräfte, das reicht für den nicht aus, ne? Ne, dafür brauchen wir fünf. Ja, dann gehen wir hier Bronze nach oben. Oh, da war's das auch schon. Na, das passt ja ganz genau. Denn mein Wecker hier, der läuft noch ganz genau 10 Runden. Und dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt hier Folgeende. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß bei dieser Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, bis dann und ciao.